und willkommen auf dem Minimalistischen Marketing Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn deine Selbstständigkeit mehr als nur ein Hobby ist und du gerne dein Marketing minimieren, fokussieren möchtest, um deinen Umsatz zu maximieren. Ich bin Antin Pelzer, die Gründerin der Minimalistischen Marketing Community und lade mir hier regelmäßig Experten und Expertinnen ein, die mit dir ihr Wissen teilen. Gleichzeitig teile ich ehrlich mit dir meine Erkenntnisse in meiner Selbstständigkeit und verrate dir, was mir geholfen hat zu wachsen und was hingegen pure Zeitverschwendung war. Und das alles ohne Chaka-Chaka oder Schnellschusslösungen, sondern mit ehrlichem handfesten Marketing. Heute geht es auf dem Minimalistischen Marketing-Podcast um ein etwas unbequemes Thema, und zwar das Thema Abmahnung und die DSGVO auf deiner Webseite. Wie du vielleicht weißt oder wie dir vielleicht zu Ohren gekommen ist, rollt gerade in Österreich eine Abmahnwelle eines Anwaltes auf kleine Unternehmer, Selbstständige zu. Und ich möchte hier keine Panik machen, ganz, ganz im Gegenteil, sondern ich möchte dir hier ein Tutorial, einen Lösungsvorschlag anbieten. Denn natürlich bin auch ich Unternehmerin und natürlich habe auch ich eine Webseite und natürlich bin auch ich mit dir im Boot. Ganz wichtig ist mir zunächst zu sagen, ich bin keine Anwältin. Daher sind alle Angaben, die ich hier mache, ohne Gewähr. Aber es ist das, was ich mit meiner Webseite gemacht habe, was ich mit meiner Webseite umgesetzt habe. Und ich denke auch, anstatt jetzt hier Panik zu machen, ist es doch wirklich klasse und sinnvoll, wenn wir nach Lösungen suchen und da uns einfach anders ausrichten. Es bringt auch nichts, jetzt Panik zu schieben, denn Panik, da sind wir selber ja dann in einem sehr unangenehmen Gefühl. Wir haben dann auch, ja, wir strahlen das auch irgendwie aus. Davon bin ich überzeugt, dass wir auch das rausgeben. Und ich denke auch immer, Panik, vielleicht kennst du das, man sagt immer so schön, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und gerade in dem Falle, man zieht doch, wenn es einmal nicht so gut läuft, dann zieht man das Ganze magisch an, habe ich das Gefühl. Und aus dem Grund hier mal einen ganz harten Cut. Ich habe eine Lösung mitgebracht, du darfst einmal ein- und ausatmen, du darfst verschnaufen und das gehen wir jetzt auch direkt an. Und zwar geht es heute bei diesem Podcast, den ich auch als Tutorial auf meiner Webseite www.alinpelzer.de geschrieben habe. Ich packe dir den Link zu diesem Blog auch in die Shownotes rein. Da kannst du alle Schritte mit Bilder Step by Step nacharbeiten, sodass du auf jeden Fall alles richtig für dich machst. Ich kann dich natürlich nicht von deiner Verantwortung für dein Unternehmen freisprechen. Ja, ich habe Verantwortung für mein Unternehmen. Ich setze die Dinge für mein Unternehmen um. Und du bist natürlich, das ist natürlich deine Verantwortung, das zu tun oder wie gesagt nicht. Und wenn du das Gefühl hast, okay, ich würde hier aber hier gerne mit jemandem noch sprechen oder mich noch beraten lassen, die an der Stelle Expertin ist, also einem Anwalt oder einer Anwältin, dann wende dich gerne dahin. Und ja, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber ich denke, wir kriegen das gut gewuppt. Ich werde diesen Artikel auch immer wieder updaten. Das heißt, du kannst ihn dir gut abspeichern. Teile den auch bitte mit anderen, wo du meinst, die könnten davon auch profitieren. Also gerne, gerne immer die Sachen hier, Podcast oder auf meiner Webseite oder meine Webseite teilen. Davon habe ich natürlich auch was. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass wir hier zusammenhalten als Selbstständige und uns da gegenseitig unterstützen. Aber jetzt wollen wir auch direkt loslegen. Die erste Frage, also es geht aktuell um die sogenannten Google Fonts. Google Fonts sind Google Schriften. Und wenn du eine Webseite hast, dann wirst du wahrscheinlich auch Google Fonts haben, ja? Also zumindest, wenn du WordPress hast, dann auf jeden Fall. Und wir können also davon aus, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du Google Fonts auf deiner Webseite integriert hast. Und das ist Abmahn. Also das ist ein Fall, um abgemahnt zu werden. Vielleicht weißt du auch noch gar nicht, was das eigentlich bedeutet, abgemahnt zu werden. Ich finde tatsächlich, das hört sich weniger schlimm an, als es dann eigentlich ist. Eine Abmahnung ist eine schriftliche, du kriegst per Postbrief vom Anwalt und der sagt dann, Achtung, Achtung, du hast gegen die DSGVO-Richtlinien verstoßen und aus dem Grund musst du jetzt Summe X bezahlen,
Bitte überweise das nach hier. So. Wenn das passieren sollte, ja, dann kann ich dir auch noch mal, dann packe ich dir auch noch ein paar Links hier unten rein, weil du kannst dich dagegen natürlich wehren. Ich möchte aber heute nicht auf diesen Worst-Case-Fall eingehen. Ich finde auch, dass an der Stelle das wirklich dann noch mal für andere Experten ist. Ich möchte aber dir verraten, wie du auf deiner Webseite agierst, dass es gar nicht erst dazu kommen kann. Das heißt, wir behandeln heute die Google Fonts und wie du die DSGVO-konform integrierst. Das Erste, was du tun solltest, und das kannst du jetzt mal mit mir machen, ja? Du gibst jetzt einfach mal auf in deinen, wenn du gerade deinen Laptop anhast oder wenn du dein Handy hast, wobei du solltest nicht hier den Podcast ausschalten, aber du gibst in den Browserzeile deine Webseite. Das kann beispielsweise bei mir wäre das www.alinpelzer.de. So, dann wird dir die Webseite gezeigt und du kannst jetzt, das ist natürlich so eine Sache, ich habe das noch nie mit dem Handy ausprobiert, ich gehe immer mit dem Browser. Deswegen streich das von mir eben mit dem Handy. Dann machst du einen rechten Mausklick, klick, und dann öffnet sich so ein Fenster. Die ersten Sachen, die du lesen kannst in diesem Fenster, sind zurück und vorwärts und neu laden und speichern unter. Ja? Und du gehst dann bis fast ans Ende, da wirst du den Punkt finden, Seitenquelltext anzeigen. Ich sage es nochmal, Seitenquelltext anzeigen. Du klickst auf die rechte Maustaste, wenn du deine Webseite aufgerufen hast, und dann Seitenquelltext anzeigen. Und wenn du diesen Seitenquelltext anzeigen angeklickt hast, dann wirst du wahrscheinlich als allererstes erschlagen sein. Denn das ist ein Code, der sich da zeigt, ein HTML-Code. Und wahrscheinlich kannst du genauso wenig wie ich coden. Das ist aber gar nicht schlimm, denn wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Und das ist, du drückst STRG F auf deiner Tastatur. STRG F findest, ich weiß nicht, wie es für die mit dem Apple ist, aber findest du auf deinem normalen Windows auf links unten auf der Tastatur, das ist dieses STRG plus F. Also du drückst die beiden simultan. Ja, und dann öffnet sich auf dieser Seite, wo der Quelltext ist, ein Suchfenster. Und in dieses Suchfenster gibst du Folgendes ein. Fonts, F-O-N-T-S, Punkt, Google, G-O-O-L-E, APIS, A-P-I-S, Punkt, Com. Also nochmal, fonts.googleapis, API, wenn du so möchtest, oder Google APIS, mir ist es jetzt wichtig, dass du einfach das Richtige eingibst, .com, C-O-M. Und dann drückst du Enter. Und dann findest du eine Reihe von, also dann wird dir, wenn du Enter gedrückt hast, direkt in diesem Suchfeld beispielsweise 3 von 3, 4 von 4. Das bedeutet, dieses fonts.googleapis konnte er in diesem Quellcode auf deiner Webseite dreimal finden. Und du hast dann die Möglichkeit, mit so Pfeilen rauf und runter da durchzugehen. Und wenn du das gemacht hast, dann findest du beispielsweise dieses fonts.googleapis.com wieder. Das wird dir farblich hinterlegt, gelb, orange, kommt drauf an. Und dann hast du in dieser gleichen Zeile ein CSS, ein Fragezeichen, Family, und jetzt kommt es gleich, und bei mir stand beispielsweise Poppins. Das bedeutet, Poppins ist meine Schrift. Das heißt, hinter diesem Family Gleichheitszeichen kommt die Schriftart, die du hast. Und damit weißt du, okay, meine Webseite benutzt die Google Schriftart Name XYZ. Bei mir war es Poppins. Es kann aber auch Arial sein, es kann Roboto sein, es kann Philosopher sein. Es können auch mehrere Schriften sein, wenn du mehrere Schriften auf deiner Webseite nutzt. Okay? Und die notierst du dir einfach mal. Du notierst dir also Poppins, Roboto, Arial, welche Schriften, wie gesagt, du hier entdecken kannst.
So, erster Schritt haben wir fast hinter uns gebracht. Du kannst auch, und das würde ich dir zudem noch empfehlen, einen sogenannten Cookie-Scanner nutzen, um herauszufinden, welche Schriften auf deiner Webseite verwendet werden. Und ich habe dir den Link hinterlegt auf der Webseite von CCM 19, Cookie Consent Manager, und dort kannst du kostenlos deine Webseite scrollen lassen, also durchsuchen lassen. Du musst dafür deine E-Mail-Adresse eingeben, oder doch nicht? Ich bin gerade auf dieser Seite. Nein, was erzähle ich? Quatsch. Du musst einfach nur deine URL eingeben und dann scannt er dir deine Seite. Das dauert nicht lange, das ist eine ganz schnelle Geschichte, aber bitte erschreck dich nicht, ja, weil ich finde so ein bisschen, das ist immer dieses, dann kommt wahrscheinlich ein rotes Feld und dann kam, Achtung, bei Ihnen drohen bis zu 300.000 Euro Bußgeld. Ruhe bewahren, das ist natürlich auch ein Unternehmen, das Geld verdienen möchte. Und wie verdienen wir am besten Geld? Wenn wir mit der Klinge verkaufen am Hals. Meine Sache ist es nicht, ja? Deswegen nicht erschrecken. Das ist aus meiner Sicht ziemlich arschig, aber wie gesagt, wir wollen ja jetzt, ich will jetzt auch nicht das schlecht reden, wir können es kostenlos scrollen lassen, aber nicht, dass du dann eine Schnappatmung bekommst. So, und damit kannst du nochmal überprüfen, ob du wirklich auch alle Schriften erkannt hast. Ja, damit hast du zwei Methoden. Du kannst also, wie gesagt, über den Quellcode gehen und du kannst über dieses Tool, diese Website gehen. Und ich habe beides gemacht, damit ich auch sicher bin. Oder damit ich es weitestgehend, ja, sicher sein kann. Und jetzt haben wir das schon mal rausgefunden. Da sind wir doch schon einen ganz großen Schritt weiter, oder nicht? Also, dann machen wir weiter. Wenn du in deiner Webseite Elementor verwendest, ich benutze Elementor, das ist ein Editor, also um Webseiten zu gestalten und Blogbeiträge zu gestalten, ja? Ich werde das jetzt hier auch für den Editor erklären, aber gleich werde ich noch weitere Hilfestellung und Apps vorschlagen, wenn du den nicht benutzt. Du kannst aber natürlich auch die Erklärung, die ich jetzt abgebe, mal schauen, ob das auch dein Editor hat. Also Elementor und Divi sind die meistverbreitesten. So, du müsstest jetzt erstmal diese Google Fonts oder die Google Fonts heraussuchen und herunterladen. Das kannst du auf einer Webseite machen, und zwar auf der Webseite www.google-webfonds-helper.heroku-app.com. Ich buchstabiere kurz Heroku-App, also Hero wie der Held, HeroKuapp. Ich wiederhole: www.google-webfonds-helper.heroku-app.com, und du kannst direkt einen Schrägstrich Fonds hintersetzen, dann kommst du sofort dorthin. Wenn du das gemacht hast, landest du auf einer Webseite, und da kannst du ganz oben links, das ist wirklich super simpel, kannst du dir deine Schrift aus 1442 Schriften heraussuchen. Wenn du die gefunden hast, ja, du klickst dann einfach da drauf und scrollst nach ganz unten auf der Fläche, und dann hast du eine ZIP-Datei, die kannst du herunterladen. Es ist wirklich simpel, ja, und die lädst du runter und die entpackst du. Ich empfehle immer, so eine ZIP-Datei auf dem Desktop zu entpacken, damit man direkt drauf zugreifen kann. Also ich mache das so immer, das hat sich für mich immer als bequemste Lösung erwiesen. Im zweiten Schritt gehst du in dein Backend auf deiner Webseite und du gehst jetzt links, wenn du in deinem WordPress bist, links an der linken Seite, dort findest du ganz viele kleine
klar, da findest du so eine Inhaltsangabe. Unter anderem findest du dann auch irgendwo den Elementor oder dein Divi wahrscheinlich. Und wenn du dort angelangt bist, dann kannst du bei Elementor auf benutzerdefinierte Schriftarten klicken. Du öffnest also diesen Elementor, dann öffnet sich von Elementor nochmal ein Inhaltsverzeichnis, dann hast du als allererstes Einstellungen stehen und dann als zweites hast du aber benutzerdefinierte Schriftarten. Und das klickst du an, dann kommst du zu einem Template, da steht oben Custom Fonts und Add New oder neu hinzufügen. Ich weiß nicht, wie dein WordPress eingestellt ist. Da klickst du auf Add New oder hinzufügen und dann kommst du zu einer neuen Seite und du kannst jetzt die Schriftfamilie benennen. Also du benennst die. Ich habe meine natürlich Poppins genannt, weil meine Poppins ist. Und dann finde ich bei Elementor, das fand ich ein bisschen versteckt, da hast du einen grauen Button und zwar Schriftart-Variante hinzufügen. Und den musst du anklicken und dann öffnet sich nochmal ein Feld, wo du die entpackten Dateien einfügst. Und das ist wirklich, es hört sich vielleicht jetzt hier am Mikro komplizierter an, als es ist. Es ist sehr, sehr simpel, weil wenn du nämlich die Sachen hochlädst, dann musst du eine WOF-Datei hochladen. Und wenn du das anklickst beim Hochladen und dann Desktop auswählst, dann wirst du mit 100%iger Sicherheit nur eine WOF-Datei haben. Und du weißt dann also direkt, welche du auswählen musst. Und genauso mit den anderen Dateien. So, wenn du die hochgeladen hast, dann musst du die veröffentlichen. Also klickst du auf das blaue rechte, das siehst du, Veröffentlichen-Button. Und dann hast du die hochgeladen. Mach das bitte mit jeder Schrift, die du vorher herausgefunden hast, die auf deiner Website gespielt wird. So. Dritter Schritt. Da gibt es zwei Varianten. Okay. Ich werde die erste Variante anreißen. Die ist aber was für Personen, die ein bisschen Ahnung von Coden haben. Wenn du von Coden keine Ahnung hast, bitte Finger davon lassen. Da kannst du nur was falsch machen. Ich habe es auch nicht auserklärt auf meiner Webseite, genau um das zu vermeiden, weil ich muss dazu sagen, ich habe mich da bisher so nicht dran getraut, weil auch ich weiß, dass das ab einem gewissen Punkt Schuster bleibt bei deinen Leisten oder Schusterin und habe das an meinen ITler weitergegeben, dass er das einbindet in den Code, weil du musst dann nämlich einen Code in Functions PHP eingeben. Ja, den Code habe ich dir auch in die Webseite geschrieben. Und wenn du jetzt denkst, aber ich kann nicht coden, gar kein Problem. Den Code findest du auf meinem Blog, auf meiner Webseite, den kannst du rauskopieren und dann kannst du das Plugin Code Snippets herunterladen in dein WordPress. Und dort kannst du diesen Code eingeben. Und dann sollte die Google Fonts lokal eingebunden sein. Ja, und nicht mehr und vor allen Dingen DSGVO eingebunden sein. Ein alternatives Plugin, sollte aus irgendeinem Grund das nicht funktionieren, ist Disable and Remove Google Fonts. Ja, du brauchst, das ist der Vorteil, du brauchst bei diesem Tool keine Einstellungen vorzunehmen. Das Plugin deaktiviert alle Google Fonts automatisch. Und ein drittes Plugin ist Borlabs Font Blocker. Und auch hier brauchst du keine Einstellungen vorzunehmen. Ja? Also du siehst, es gibt Möglichkeiten und du kannst es auch, wenn du jetzt keine ITlerin bist oder kein ITler oder auch keine Ahnung oder auch keinen hast, der das für dich machen kann oder du kein Geld dafür ausgeben kannst oder so. So. Und wenn du deine Google Fonts lokal einbinden möchtest mit einem Plugin, dann kannst du das mit dem Plugin OMGF machen. Das habe ich dir auch hinterlegt als Link.
Und hier wird ähnlich wie gerade eben bei dieser Elemente-Anleitung ein Ordner erstellt und die Schrift dorthin abgespeichert. Das ist eine gute Möglichkeit, um wie gesagt sich dort zu schützen. Und meine Frage ist natürlich jetzt am Ende, was hast du noch für Fragen? Hat dir das Tutorial hier an der Stelle geholfen? Ist es für dich wichtig, dass wir häufiger sowas machen? Bitte schreib mir das gerne. Du kannst mir auch immer eine E-Mail schreiben. Ich liebe es, von dir einfach mal eine kurze Rückmeldung zu bekommen. Ich bin ja doch hier immer so, ich rede in ein Mikro, ich rede zu jemandem. Und es ist eigentlich immer schön, in den Dialog zu gehen. Und da kann ich dir wirklich nur, empfehlen, du darfst mir auch gerne eine Bewertung schreiben oder so. Das freut mich auch immer. Und wenn du noch Ergänzungen hast, dann auch gerne melden, weil dann kann ich das noch mit aufnehmen. Und ich wünsche dir einen guten Tag und du siehst, es gibt immer eine Lösung für diese DSGVO-Sachen. Und dann hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Deine Aline.